Marco Traoré nach dem wirklich stark rausgespielten 2:0 beim SV Waldhof Mannheim. Marco, ich habe keine Mannheimer Chance in 90 Minuten wahrgenommen. Großen Respekt für eure Abwehrleistung. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich denke, alles in allem war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben zu dem richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und ich glaube, wir können sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung und es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Wir haben hier bei einer der, wenn nicht der heimstärksten Mannschaft überhaupt gespielt. So ein Spiel war aber nicht zu erwarten, aber ihr habt einen klaren Plan gehabt, zumindest hat es so gewirkt. Ja, ganz genau. Also wir wussten, was auf uns zukommt, dass Mannheim sehr, sehr heimstark ist. Aber ich glaube, wir sind schon von Anfang an sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, hatten einen klaren Plan und den haben wir dann durchgezogen von Anfang bis Ende. Ich glaube, die Tore haben wir sehr, sehr gut rausgespielt und ja, das war der Plan, da hinter die Abwehr zu kommen, hinter die Außenverteidiger. Das haben wir gut gemacht bei den beiden Toren und ja, ich glaube, das ist ein ganzer Entwicklungsprozess, den wir durchgehen. Man sieht die Entwicklung und deswegen können wir sehr, sehr stolz sein auf unsere Leistung heute. Ein Konkurrent hat Punkte gelassen. Dynamo Dresden hat 1:2 gegen Bayreuth verloren. Das wird nächste Woche Sonntag ein ziemlich enges Duell mit den Sachsen. Was erwartest du da von Spiel? Lass uns schon mal kurz vorausblicken. Ja, ich glaube, wie wir schon oft gesagt haben, wir gucken von Spiel zu Spiel. Das wird eher ein komplett anderes Spiel. Auch wenn sie heute verloren haben, wissen wir, dass Dresden auch schon eine starke Mannschaft hat. Vor allem aus dem Hinspiel. Und da werden wir gucken, wie es ist. Und wir werden uns ganz genau wie heute darauf vorbereiten, die ganze Trainingswoche hart arbeiten und ja, hoffentlich dann auch wieder punkten, dann zu Hause. Ja. Aber auf der Rückfahrt heute schon auch ein bisschen Zeit, diesen Auswärtssieg zu feiern, oder? Ja, schon ein bisschen natürlich schöner, mit so einem Auswärtssieg diese 6-Stunden-Reise anzutreten. Aber wir wissen ganz genau, was wir richtig gemacht haben, werden es dann morgen analysieren und dann werden wir regenerieren und mit voller Kraft wieder in die nächste Woche reingehen. Danke, mein Lieber. Bitte.